Ulf, die erste Frage von Herrn S. aus Augustusburg. Lohnt es sich, die Autoversicherung zu wechseln? Und wie ist es mit Schadensfällen bei Direktversicherern? Eine etwas doppelte Frage. Also in der Regel lohnt sich das, jedes Jahr die Autoversicherung auf jeden Fall mal zu überprüfen. Ob der Wechsel sich dann lohnt, hängt natürlich davon ab, wie viel Prämie ich dann weniger bezahle. Aber die Versicherer verändern natürlich die Regionalklassen. Es geht um die Fahrzeuge, wie die genutzt werden. Die Schadensfreiheitsklassen ändern sich. Deshalb ist es eigentlich zwingend nötig, wenn man dabei sparen will, dass man sich jedes Jahr die Kfz-Versicherung vornimmt. Dazu eignet sich der November immer hervorragend, weil ich habe noch Zeit, meinen alten Vertrag zu kündigen und kann mir über entsprechende Vergleichsrechner mal durchrechnen, bei welcher Versicherung ich günstiger fahre. Zum zweiten Teil der Frage, Schadensfälle bei Direktversicherern werden natürlich genauso behandelt wie bei allen anderen Gesellschaften. Und es ist nicht unbedingt nötig, dass da noch ein Versicherungsvertreter dann seinen Senf dazu gibt, weil ich muss die Schadensfälle ausfüllen. Mhm. Häufig unterstützen die Direktversicherer das, indem sie Servicetelefone haben, wo ich auch eine Schadensmeldung übers Telefon machen kann, beziehungsweise dann im Internet. Aber es gibt da keinen Unterschied, dass ein Direktversicherer da schlechter Schaden reguliert als eine normale, in Anführungsstriche, Gesellschaft. Also da kann man keinen Unterschied erkennen.